So, Leute, und damit begrüße ich euch zur voraussichtlich 150. Folge. Voraussichtlich sage ich deswegen, weil ich diese 2,5 Stunden Aufnahme von der dritten Prüfung immer noch nicht geschnitten habe. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich zwei Folgen daraus schneiden, meine ich. Dementsprechend wäre das hier Folge 150. Vielleicht mache ich auch drei raus, keine Ahnung. Da ihr allerdings sowieso in letzter Zeit mehr als genug lange Folgen hattet, ja, Pferde-Minispiel. Dann die zweite Prüfung und wahrscheinlich auch noch die dritte Prüfung. Werde ich jetzt nicht noch eine extra lange Folge machen bei 150, weil ich habe ja bei 50 ein bisschen längere gemacht. Bei 100 habe ich eine extra lange gemacht. Und dementsprechend können wir noch bei 150 machen. Naja. Brauche ich aber nicht. So, wir sind jetzt hier bei einer mittleren Kraftprobe nochmal, ja. Weil ich ganz gerne noch einen einzigen Reaktorkern brauche, damit ich auch den Helm hier noch einmal upgraden kann. Und hoffentlich dann auch direkt auf Stufe 4. Das wäre super. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Ich denke mal, ich werde jetzt sowieso in dem Spielverlauf keine wirklichen Wächter mehr töten und dementsprechend wahrscheinlich auch keine Dinger mehr bekommen. Au! Die Reichweite war ja sick. Au! Was passiert hier? Ich könnte meinen antiken Pfeil verschwenden. Ach nee, dann droppen die ja nichts mehr. Deswegen, das ist ja das Besondere an den. Ich würde jetzt eh hier gegenfahren schon, ne? An den. Ich könnte auch einfach mal eine gescheite Waffe ausrüsten. Wie wäre es damit? Ach komm, warum? Warum der Geiz? Mein Schwert ist wahrscheinlich eh bald wieder kaputt hier. Ah, es hält auch echt länger jetzt, habe ich das Gefühl. Also auch schon auf Mittel. Bei 50 habe ich ja schon viel gekämpft und das ist mir auch aufgefallen. Irgendwie, das hält auf jeden Fall schon mal länger. Ja, also was wollte ich sagen? Ich denke, im Spielverlauf werde ich keine. Wow! Reaktorkerne mehr finden. Auf regulärem Wege, deswegen machen wir es einfach mal so. Ey, ich. Oh, ich wollte gerade den. Dings rausholen. Den Glider. Ich ducke mich. Alter, ich stelle mich aber auch gerade an hier. Dann denkt man, nach der Kraftprobe kann man alles in dem Spiel. Das bin ich aber scheiße. So, bitte drop ein Reaktorkern. Das wäre lieb. Fuck you. Schade. Oder war hier doch einer? Nee. Och, Manno. Och, Manno. Okay. Ach komm, machen wir gleich eine schwierige. Was soll der Geiz? Ach nee, hier meine ich. Hier war eine schwierige, ne? Kann ich doch mittlerweile auch. Obwohl, ich habe noch eine Lanze, ne? Und gar nicht mehr so viele starke Waffen. Aber passt schon. Naja, ich habe ja Zeit heute. Ich habe ja eh nicht viel geplant in der Folge, ne? Ich werde mir dann gleich richtig schön die ganzen Fotos kaufen. Beziehungsweise erstmal die Kashiva-Quest machen. Ja, dann muss ich nochmal gucken. Also ich kann ja, gut, ich kann ja im Zweifel, das habe ich natürlich vergessen, jetzt nachzugucken. Ich meine, ich kann es dann im Zweifel auch in der Folge machen. Ich habe alle Voraussetzungen erfüllt. Ich muss jetzt eigentlich, glaube ich, nur mal ins Dorf der Orni gehen bei Abend, dann müsste der irgendwo sein. Dann müsste ich einfach nur mal mit dem talken und dann habe ich es, glaube ich, abgeschlossen. Ich frage mich, ob da noch so ein Tag im Inventar kommt. Ich glaube halt nicht. Aber, naja, werden wir gleich sehen. Immer schön rausholen und reinstecken. Ein kleines Raus-Rein-Spiel, ja. Kennen wir ja alle. Clockwork Orange. Das war übrigens die Clockwork Orange Anspielung. So. Dann auch noch, also ohne Schild. Das war eigentlich ganz gut, weil ich dann raufzimmern kann. Aber er ist auch noch stärker. Ja. Und der Master Sword geht mir gar nicht mehr kaputt. Finde ich ganz nett. Geht das echt gar nicht mehr kaputt? Das wäre halt krank. Aber eigentlich auch ganz cool. Da fährst du doch jetzt instant rein, oder? Du Arschloch. Boah, voll den Headshot, Junge. So. Wow, bam. 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 Boah, ich wollte einen coolen Headshot treffen. Hat aber nicht funktioniert. Macht Bock, wo man jetzt einfach nur raufzimmern kann in dem Spiel. Kriegt ein fette Herzschaden. Das ist gar nichts, ey. So schwierig ist das Spiel, so schwierig ist Skyward Sword schon am Skyward Sword. Trial Princess schon am Anfang. Da kriegt man ja am Anfang schon nur. Ja, da ist einer, sehr schön. Da kriegt man am Anfang nur ein fette Herzschaden von irgendeinem Gegner. Bisschen lame. Juhu! So, dann kann ich ja mal ein bisschen austauschen hier. Hier Erzbohrer, wir brauchen so einen Kack. Hey. So, was haben wir hier noch für eine Scheiße? Wir haben zwei Krogfächer, weg damit. Achso, geht mal wieder nicht, ne?
Was brauchen wir noch nicht? Die kann ich alle nicht werfen. Egal, Zeremonienlanze, Schuppenlanze. Zeremonienlanze ist eigentlich eine coole Waffe, ne? Hm. Naja. Hui. So, sehr schön. Haben wir den Bums nämlich auch alles mal gemacht. So, dann kann ich ja wieder nach Kakariko, ne? So, jetzt wird richtig schön. Ich kann den Helm auf jeden Fall auf Stufe 3 machen. Das würde im Zweifel auch schon reichen. Aber wenn ich schon gleich auf Stufe 4 machen kann, das wäre natürlich geil. Ich meine, so eine große Reaktorkerne müsste ich ja noch haben, ne? Und hatte ich ja ein paar. Ich hoffe, es reicht. Wenn auch nur noch einer fehlt oder so, dann könnte man ja jetzt einen auch mal provozieren, ne? Aber die findet man halt irgendwie noch seltener, oder? Ich habe zwar mehr, weil ich die irgendwie alle mal gefunden habe, in welchen Truhen. Aber ich weiß halt nicht, wie man die farmen kann. Dann hätte ich halt maximale Verteidigung, ey. Das wäre so geil. Beziehungsweise, na gut, das Reckengewand ist sogar noch ein bisschen stärker, glaube ich, aber das aufzuwerten, ne, das ist ja schlimm. Und dann kriege ich halt keinen Waffenbonus, ne? Keinen antiken Waffenbonus. Also ich stecke jetzt schon nichts mehr in dem Spiel ein, ne? Ich krieg einen fetten Schaden von so einem Wächter. Früher hätte er mich geinstakillt. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Mist, ich wollte eigentlich einen Millimeter davor aufhören. So. Puh. Ja, bitte. So, ich kann auch eh nur eins verstärken hier. Genau. So. Zack. Und los. Ja, komm, überspringen wir. Oh Gott. Oh Gott, ich habe verschluckt. Bling, so. Was sagst du was? Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere. Aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein. Schade. Okay, was brauche ich noch? Was brauche ich denn noch, wenn ich mal fragen darf? Oh, das sagt sie jetzt bestimmt nicht, ne? Achso, ein Blick. Ja, okay. Danke. Okay, was brauche ich denn? Ein Sternsplitter. Oh, Mann. Warum verkaufe ich die Kackdinger denn immer? Ich habe nur einen einzigen verkauft und ich bereue es. Naja, gut. Vielleicht finden wir noch einen. Vielleicht finden wir noch mal eine Sternschlippe irgendwann. Das ist ja, ne? Das kann ja durchaus sein. So. Was war das denn für ein Sprung? Gut, yo, dann würde ich sagen Kashiba, ne? Ich guck schon mal in den Himmel, vielleicht sehe ich eine Sternstuppe. Ich habe in dem kompletten Spielverlauf, wie viel gesehen? 3. Naja. Obwohl, nee, eigentlich sogar mehr, glaube ich. Ich bin ja zu 2 Stück oder so meistens immer gar nicht hingegangen, weil mir dachte, ach, das ist zu weit weg. Na gut. Dann würde ich sagen, Kashiba. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Einfach mal schauen. Ich habe ja wirklich nach dieser Quest habe ich auch nichts mehr gemacht damals. Nachdem ich dann meinen Schatz gefunden habe, bin ich ja direkt zum Pferde-Minigame gegangen. Und habe dann das DLC gemacht. Also ich habe Kashiba seitdem nie wieder gesehen. Vielleicht ist er jetzt nirgendwo mehr. Sondern im Dorf, ne? Also das kann halt gut sein. Ich habe Feen. 3 oder 4 Stück mindestens. So. Problem ist wahrscheinlich irgendwas bei Anbruch der Dunkelheit oder so, ne? Jetzt einfach 22.40 Uhr. Das ist natürlich auch kacke. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich könnte aber einmal mich fallen lassen. Und dann irgendwo ruhen, rasten gehen. Ruhen und rasten. Dorf der Orni. Cool. Ich meine, irgendwo hier war doch was zum Warten, ne? Dann warte ich immer bis abends und dann schaue ich mich hier mal genau um. Ich sehe auch immer wieder Menschen in dem Spiel, ey. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt's, Kollege? Verla. Wo waren das jetzt, Mann? Wo gab's hier doch so ein Ding zum Kochen auch? Nee, finde ich natürlich wieder nicht. Danke. Zack, bis abends. Vielleicht steht er auch vor dem Dorf, das kann halt sein. Also, da stimmt, beim Stall ist ja auch noch, ne? Ich guck mir jetzt kurz im Dorf mal um einfach. Oder ich laufe einfach mal den Weg rückwärts wieder runter. Weil im Grunde genommen war ich ja hier sogar überall. Da oben ist er. Jawohl, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ich,
Oh, Speichervorgang. Ah, so treffen wir uns wieder. Ich mache gerade eine Pause von meiner Suche nach altem Liedgut, das ich dann in meiner Heimat vortrage. Hier übrigens ein Lied, das ich dir vortragen möchte. Ich möchte auch noch mit dir reden, es könnte also etwas länger dauern. Okay. Das freut mich zu hören. Ich wollte dir von meinem Meister erzählen. Du musst wissen, mein Meister gehörte dem Stamm der Shika an und war Hofbade der Königsfamilie von Hyrule. Zu dieser Zeit gab es in der Königsfamilie auch eine wunderschöne Prinzessin, die im gleichen Alter wie mein Meister war. Wo er wissen musste, dass es keine gemeinsame Zukunft mit ihr geben konnte, verliebte er sich in sie. Wenn das keine... Okay. Doch die Prinzessin hatte nur Augen für ihren Leibwächter. Ein Ritter der königlichen Garde. Mein Meister war rasend vor Eifersucht. Er hielt den Ritter für unwürdig, war er doch nicht von Adeligen geblüht. Ja, das bin ja ich, ist schon klar. Und dann brach die große Verheerung über die Welt hier rein. Wer war jetzt der Meister? Ein Shika, der auf Zelda steht. Wer könnte das sein? Impa. Mein Meister glaubte fest daran, dass ein Held erscheinen und die Verheerung bezwingen würde. Er hat diesen Glauben in eines seiner Lieder fließen lassen und es ist wichtig, dass du dieses Lied hörst. Die Verheerung, versiegelt durch des Helden Schwert, ist nach 10.000 Jahren zurückgekehrt. Die Prinzessin, ihr Leibwächter, schützt ihr Leben und muss dafür seines geben. Ihre Kraft erweckt durch überwältigenden Schmerz, bindet die Prinzessin die Verheerung in des Schlosses Herz. Der Ritter ward in Schlaf versetzt, im Schrein des Lebens zu heilen. Nach langem Ruhm erwacht er jetzt. Vielen Prüfungen muss er sich stellen, seine Stärke finden, das Dunkel erhellen, habe ich ja schon gemacht. Er muss Held der Gegenwart sein, erneut die Verheerung bekämpfen und die Prinzessin befreien. Ich singe das jetzt mal nicht vorne. Der Held und die Prinzessin, Hand in Hand, bringen das Licht zurück in unser Land. Mein Meister ist vor der großen Verheerung in seiner Heimat nach Kakariko geflohen. Auf dem Weg sah er, wie sich der Ritter opferte, um die Prinzessin zu schützen. Die Dorfälteste Impa erklärte ihm, was danach mit dem Ritter geschehen war, und da fasste er einen Entschluss. Er machte sich zur Aufgabe, Lieder über den Helden zu finden, der in alter Zeit die Verheerung bezwang, damit sie nach seiner Rückkehr an den Ritter weitergereicht werden könnten. Möge er die Prinzessin retten, das waren die Worte, die mir mein Meister zuletzt hinterlassen hat. Nimmst du, Ritter der königlichen Garde, das Lied meines Meisters an? Große Auswahlmöglichkeit. Ja. Ich danke dir. Ich war mir sicher, dass du so reagieren würdest. Mein Meister hat oft von der Schönheit der Prinzessin gesprochen. Ich würde ihr zu gern ein Lied widmen. Nochmals vielen Dank, dass du mir so viel deiner Zeit gewährt hast. Das war's. Hat er noch was? Nein, mein Meister vortragen durfte. Nö. Okay. Meine Gebete beleiden dich. Okay. Nette kleine Quest. Ja, das war jetzt im Endeffekt... Das ist gefährlich. Also quasi, ja, hat er jetzt quasi erklärt, warum er eigentlich hier die ganze Zeit Lieder vorspielt, nur damit ich die quasi irgendwie höre. Er hat schon gecheckt, dass ich das bin wahrscheinlich, ne? Ja, hat er mir gesagt, oh Ritter. Aber ich frage mich jetzt, wer der Typi war. Also er ist ja scheinbar gestorben dann. Aber es fragt mich auch, wenn er damals da war, wie alt wäre ein Orni denn? Der muss ja dann mindestens 100 Jahre alt sein. Wäre ein Orni auch so alt? Ich meine, Zora werden ja alt, das weiß ich. Aber Orni auch? Na gut. Cool. So, mehr gibt's glaube ich nicht. Ja, ist doch schön. Haben wir das auch einmal gezeigt. Aber es ist halt wirklich keine offizielle Quest. Eigentlich schade. Aber naja, was will man machen? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, jetzt wird richtig schön geshoppt. Ja, jetzt wird ganz viel Geld ausgegeben. Denn ich werde mir jetzt die verbleibenden Fotos kaufen. Das geht ja bei Hatten noch, nicht wahr? Ja. Oh Mann, ey. Jetzt wird's richtig teuer. Aber es wird sich lohnen. Wir werden ja auch eine kleine Belohnung bekommen, ja. So viel kann ich schon mal verraten. Und das wird lustig. Wir können ja eigentlich dann nochmal ins Inventar hier gucken, wie viele Fotos uns eigentlich noch fehlen. Ich kann hier gar nicht mal wieder rüber swappen. Das habe ich eigentlich irgendwann neu schon mal gemacht, ne? Ah, kann ich ja trotzdem nochmal machen. Also eigentlich, ne, ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich so am Anfang des Spiels eigentlich erst kurz nach dem ersten Tempel angefangen habe, Fotos zu machen. Davor habe ich einfach mal nichts gemacht. Und naja, dafür habe ich ja trotzdem schön viele Fotos gefunden, ne? Kann man sich eigentlich nicht beschweren. So. Hier, sehr schön. Bei den Tieren fehlen ja auch nicht mehr viele. Eins, zwei, oh, doch, fehlen auch ganze Menge. Aber irgendwo war das, wo ja auch nicht mehr viel fehlen. Ich glaube, bei den Monstern, ne? Genau, da fehlen zwei. Das ist alles voll. Naja, und bei den Bossen, das ärgert mich halt immer noch. Ja, hier fehlt nur eine Sache. Keine Ahnung, was das sein soll.
Bei den Waffen fehlen auch noch einige leider. Einfach mal kurz rüber swappen. Und noch zwei am Ende. Interessant. Leunenschild. Noch zwei mächtigere Schilder. Bestimmt irgendwelche Chimärenschilde oder so. Gibt es bestimmt auch noch. Und dann, ja, das haben wir hier alles. Das habe ich mir sogar gekauft, den seltenen, weil ich einfach nicht wusste, was das sein soll. Einfach mal als Test damals. So, Leute. Fotos kaufen. Geht das hier? Nee, ne? Bei dem Typen? Ich weiß es gar nicht mehr. Guten Abend. Was kann ich für dich tun? Fotos hinzufügen. Diese Fotos sind im Moment verfügbar. Okay, Monsterfoto, Tierfoto. Ja, da fehlt ja auch nur noch. Das wäre beide nur noch einer, ne? Das ist echt hart. Dann machen wir einfach mal Zutatenfoto. 100 Rubine. Ein Zutatenfoto soll es sein. Das würde dich 100 Rubine kosten. Ich kauf's. So, und was war es? Mein Buch wurde aktualisiert. Herzlichen Dank. Was möchtest du kaufen? Kann ich das Menü gerade öffnen? Nö. Monsterfoto. Kaufen wir es dann einfach auch nochmal. Danach gucke ich mal kurz. So. Hä? Wurde gar nichts hinzugefügt gerade. Herzlichen Dank. Gar nichts. Hä, da wurde gerade nicht... Was war da gerade? Habe ich nicht verstanden. Hä? Monster. Achso, Monster war das, was ich gerade hatte. Ups. Achso, da fehlten zwei. Ich bin doof. Stahl-Exalfos. War das der, dem gerade fehlte? Nee, ne? Hä? Bin ich jetzt völlig behindert gerade? Ich glaube halt schon. Oder was bei... Hä? Ich stelle gerade nicht mehr durch, was ich gerade getan habe. Ist auch egal. Was war das hier jetzt? Das war irgendwas hier, das da. Schleichglöckchen. Schleichglöckchen? Die muss ich kaufen. Die habe ich nie fotografiert. Ich bin so ein behinderter Spasti manchmal, ne? Okay, aber jetzt haben wir es ja. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich mir gerade eigentlich gekauft habe. Muss mal gucken hier gerade. Fotos hinzufügen. Monsterfoto. Hä, was habe ich mir da gekauft? Na egal. Dann kaufen wir mal die 4 Tierfotos. Einmal mal alle 17, ja. Jetzt wird schön teuer. 1700 Rubine. Yo. So. Oha, was ist das denn für ein Viech? Hä, eine Sandrobbe? Die habe ich aber selber fotografiert, oder? Da oben rechts. Herzlichen Dank. Möchtest du kaufen? So, und noch die Waffenfotos. Beide. Ich kauf's, Mann. Das Cyberman-Buch wurde aktualisiert. Herzlichen Dank. Was möchtest du kaufen? Gar nichts. So, sagt jetzt irgendwas? Oh, ich dachte, du hättest noch Platz für Fotos. Am Moment scheinen wir keine hinzufügen zu können. Die anderen Optionen sind wohl noch verborgen. Was muss man wohl tun, damit sie erscheinen? Hä? Check ich nicht. Habe ich jetzt... Bossfotos fehlen. Was ist das denn? Ich will jetzt echt gerne nochmal Monster. Hä, warum fehlt da noch was? Okay, irgendwie kann ich mir doch nicht alle kaufen, oder was? Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Sonst habe ich aber alles, oder? Oder muss man vielleicht wirklich erstmal, oh Gott, vielleicht muss man erstmal Ganon besiegen und so eine Scheiße, wenn man das machen kann. Das kann natürlich sein. Ich dachte eigentlich, ich könnte die alle schon mal im Voraus kaufen. Aber alle Waffen habe ich jetzt, ja. Sehr schön. Bestienschild und Chimärenschild, tatsächlich. Hatte ich nie. Antikerschild. Ja, mein Gott. Okay. Hä, warum, wie kriege ich die jetzt? Was muss ich hier jetzt irgendwie, was ist hier jetzt los? Vor allem hier. Muss ich wohl echt noch, oh Gott. Ich hatte echt gehofft, dass ich gerne einen ganzen Schluss machen kann, ne? Aber nein, es gibt noch 1000 Sachen, die ich erst nach gerne machen kann. Ist auch scheiße. Das mag ich nicht. Da hat man echt so ein bisschen Hoffnung, ne? Dass man jetzt hier irgendwie alles kaufen kann. Dann wird die Hoffnung auch wieder zunichte gemacht. Ich schaue gerade mal hier ganz schnell. Warte mal. Zelda. Fotos kaufen. Oh Gott, Spieletipps, ja. Meine Lieblingsseite wieder. Beantworten Sie eine Frage, um weiterzulesen. Warum macht man sowas?
Warum? Überspringen! So. Dort können ja alle wichtigen Informationen, bla 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 bla. Wenn ich keine Frage dabei habe, bla 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 bla. So, macht also Sensor Plus freischalten. Steht da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ihr könnt nämlich alle Einträge kaufen. Mach immer diese Pura-Assistenten. Summen. Regeln um die Nebenaufgabe. Ja. Davon ist sehr hohe Kosten auf euch zukommen. Empfehlen wir euch unsere Rubine-Farm. Toll. Bosse, silberne Gegner sind aber noch nicht zu erwerben. Diese Bilder kosten 500 Rubine und sind erst verfügbar, wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt. Mann! Da denken wir, man kann sich alle kaufen, wie schon mal, ne? Ist doch Käse, Leute. Das ist doch wieder. Das ist doch wieder Bullshit. Ernsthaft, wie viele Rubine habe ich jetzt noch? 8000. Warum müsst ihr eigentlich immer alles kaputt machen? Warum? Ich muss halt so viel noch Postgame machen, ne? Mann! Ich hätte echt gehofft, dass ich alles schön gerne zum Schluss machen kann. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Okay, okay, das ist aber irgendwie ein Monster, das ich nicht fotografieren kann, ne? Vielleicht ist es irgendwie ein Monster, was erst in Schloss Hyrule erscheint. Das kann natürlich sein. Ich kann jemand gerne nochmal fotografieren. Gut, dann würde ich sagen, jetzt werden Mordoras geplättet, ja? Einer ist ja direkt hier an dem Ding. Die anderen müsste ich gleich nochmal nachschauen. Ich weiß, man kann ja erst die Belohnung dafür auch erst nachgehen holen, aber man kann sie ja schon mal besiegen jetzt, ne? Das ist ja auch schon mal eine Idee. Ah, Kashiva, Fotos, Moldora. Kashiva, Fotos, Moldora. Das war's. Danach habe ich nichts mehr zu tun. Achso, Nebenquests. Ja, da muss ich auch nochmal miteinander schauen, wie man die löst. In der Hoffnung, dass ich irgendwie die auch vor Schloss Hyrule machen kann. Aber ich muss ja sowieso so viel nach Schloss Hyrule noch machen. Ich würde dann gucken. Ich denke, ich würde das dann sogar in einer Folge machen. Das heißt, dass ich dann quasi nicht sortiert. Dass ich dann quasi wirklich Ganon besiege und noch in der gleichen Folge den ganzen Kram danach mache. Weil so gesehen ist es ja eigentlich nicht viel. Wenn die letzte Folge dann 2 Stunden oder so geht, ist mir dann eigentlich auch egal. So. Das reicht schon. Sehr schön. Jo. So, mal gucken, wie gut das funktioniert hier. Komm mal raus, Kollege. Piu. Monster. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Moldora. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Nein, gibt es nicht. Kommst du jetzt mal raus? Oh, muss ich echt erst im Sand laufen hier? Ah ja. Oh Mann, ich wollte gerade mein Gedöns hier rausholen. Mein Bogen. Aua. Mann! Das war cool, Mann. Habe ich noch irgendwie einen stärkeren? Das ist schon der stärkste Bogen, den ich habe, wa? Ne, der ist noch ein bisschen stärker. Bäm, 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 bäm. Ich würde ihn jetzt auch irgendwie gerne mal treffen. Wie besiegt man am besten einen Moldora? Oh. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Nur mit Pfeilen aufballern ist irgendwie auch nicht so die beste Option, glaube ich. Vielleicht ist es doch eine Möglichkeit. Mann, jetzt verpisst euch doch mal hier. Komm doch mal raus. Oh, ich hasse dich. Ja, der krebelt hier rum wie so ein Binder. Okay, komm. Du gehst mir jetzt so hart auf den Keks, ja? Jetzt verzieh ich doch mal bitte. Das ist doch kacke. Hier, treffe ich den? Bin ich so geil? Oh, Junge, das war halt geil. So, warte mal. Ich hab noch ein paar Bombenpfeile, ne? Jo. So, voll daneben.
würde irgendwie echt gerne den mal so plätten, ne? Das wäre halt auch ganz schick. Aha! Oh, warte mal, hier, Master Sword. Wozu habe ich das denn? Achso. Bam, 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 bam. Bam. Gerade mal gucken. Jo, normaler Moldora. Cool. So, das war's doch schon. Mein Gott. Eigentlich auch nicht schwer, aber... Manchmal halten wir doch ein bisschen zu viel aus. Aber stimmt, die lassen immer eine Truhe fallen. Alter, das ist doch ekelhaft hier. Aber zwei. Königshellebarde. Jetzt muss die wer mitnehmen, ne? Ich hasse es. Ich habe die komische Lanze, die ich hier hatte, weg. Die neue. Ach, habe ich sogar weggeworfen. Schublanze, tschüss. Schade auf die Zeremonienlanze, ey. Ich werde Truhen auch leeren, ja? Das ist wieder mein Verlangen danach. Königsschild. Jetzt kriege ich so viele von diesen scheiß Königsschildern, ne? Okay, hätten wir den auch? Den hier bei der Oase hatten wir auch. Tja, jetzt müsste ich schon mal das Internet anwerfen. Ich denke, einen kann ich noch plätten. Ich mache das immer gerne in den Folgen auch, ne? Einfach, um euch zu nerven. Statt dass ich mal eben ganz kurz sage, okay, guck mal ganz schnell nach. Nein. Cutten. Wer macht denn sowas? So, Moldora. Alle Gegner mit Fundorte. Nicht jedes Fundort, ups. Ach, come on, jetzt. Ja. Nee. Alle Gegner, da war wirklich alle Gegner hier. Komm zurück. Bilder. Aber Google Bilder, ja? Da kommt aber bestimmt schon was gleich. Irgendwie so eine schöne Map. Aha. Nee, oder? Doch. Oder? Ist das was? Nee, jetzt haben wir nur die Schreine. Oh. Mama, wir können nicht richtige Karten machen. Es gibt keine Google Maps da, also es gibt keine Map-Daten dafür. Oh. Ich habe aber meine Map dafür gesehen. Jetzt muss man wieder irgendwo ins Internet gehen, ne? Ist auch schwer, richtiger Käse einfach nur. Okay, wisst ihr was? Ich schneide doch mal eben. Ein Moment! So, ein kurzer Schnitt und wir haben auch schon die Locations, ja. Das Internet. Oder was ist das Internet? Die Leute meinten mal wieder so, nö, wir müssen das nicht markieren. Warum auch? Warte mal, ich mach das mal anders. Ändern. Mach jetzt auch mal den hier hin. Genauso wie zu dem hier. Einfach damit ich die auch auf der Minimap sehe. Ist auch angenehmer. So! Ja, ne? Ich habe mir gerade ein Video angesehen, einfach, wo einfach eine Karte auf einer Karte markiert war, wo die alle sind. Da habe ich jetzt einfach mal das benutzt. So, dann kann ich ja mal eben hier. Wo sind meine wunderschönen Stiefel? Wo sind die? Wo sind die? Da. So. Geht's ein bisschen schneller. Ja, leider nicht unbedingt bei den Dingens in Kirchens in der Nähe. Bei den Schreinen. Ist ein bisschen schade, aber naja. Ja, also, ne, wie bereits erwähnt, man bekommt einen Orden, wenn man alle Moldoras besiegt. Allerdings erst nachdem man Ganon besiegt hat. Dann kann man nämlich nochmal zu Kilton gehen. Dann sagt er einem so von wegen, man kann übrigens Monster töten, du kriegst einen Orden von mir. Und ich hoffe, dass ich ihn dann einfach so kriege, weil ich die halt schon alle besiegt habe. Da hinten fährt er schon lang, ey. Hui, Alter, aus was für eine Entfernung jetzt schon kommt. Leck mir am Arsch. Jetzt habe ich natürlich einen Bombenfall verschwendet, weil wäre ja sehr geil von mir. Das Ganze, das Gleiche gilt auch bei Ivarox und, ja komm, ich lasse mich jetzt einfach wieder treffen. Kann ich nämlich den hier machen. Hihi. Oh. Was war das denn? Hey. Ob ich schon keine Ausdauer mehr hatte. Ich benutze lieber mal wieder normale Pfeile. Geht natürlich wieder viel zu schrecklich mit um, ja, muss man ganz ehrlich sagen. So. Ja, los hier. Baller mich raus, ist okay. Puh, Alter! Oh, Alter! Hab ich das gesehen? War ein Grafikfehler. Kommst du? Los, baller mich aus dem Boden, ist halt okay. Los. Ja, okay, ja, okay. Boom! Zack. Zack. Oh, ich habe einen Headshot getroffen. Achso, man muss auf die Wampe treffen, ja, macht natürlich Sinn.
sagen, jetzt liegt er da bestimmt. Nee, doch nicht. Ich werde mir auch gerade mal ganz schnell umziehen, glaube ich, weil, ne? Das tut mir gerade doch ein bisschen doll weh. Habe ich noch Mephas Grace? Nee, habe ich nicht. Aber eine Fee. Ich sollte sie eigentlich hier wärmetechnisch. Passt schon, ne? Ja, okay, passt noch. Coole Lanze, Mann. Ach! Danke. Ich weiß nicht, wo ich treffen kann. Eigentlich überall. Gleich weiter! Auch wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Dip, 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 dip. Jetzt gerne mal so geil wie eben. Dass ich ihn jetzt einfach treffen kann! Wie ich gelandet bin. Nämlich gleich keine Pfeile mehr. Das ist ein bisschen nervig so. Ich könnte einfach mal versuchen, wenn er unter mir ist, was gerade nicht der Fall ist, einfach mal den hier genau so zu machen. Man kann ihn nicht treffen. Was ist das denn? Was war das denn schon wieder? Vor allem sollte ich gleich mal mein gescheites Schwert hier ausrüsten. Ja, mein Gott, ich kann mir jetzt so nur wieder Pfeile kaufen, ne? Ich habe jetzt echt keine Geldprobleme mehr. Bisschen nervig ist es schon. Aber ist ja auch schon wieder der vorletzte, ne? Das ist immer die beste Möglichkeit einfach. Vorhin habe ich ja mit Bombenpfeilen das eigentlich ganz gut geschafft, ne? Geht einfach schön bam! 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 Dann hat er sich auch schön auf die Fresse gelegt eigentlich. Das tut er nämlich jetzt auch wieder. Jetzt habe ich jetzt... Ah ja, ich bin schon fast tot hier. Pump. So, vorletztes, Mann. Das ist ja... wunderbar. So, ich glaube... Oder mache ich das noch in der Folge hier den nächsten auch noch? Ich weiß nicht. Wäre vielleicht klüger, weil ich dann halt das nächste Mal tatsächlich schon zu Ganon gehen könnte. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Also ob ich das nächste Mal zu Ganon gehe, das meine ich. Ach scheiße, die Zeremonie, das ist echt kack drauf. So, dann gehen wir zum blauen Punkt. Den roten haben wir ja. Kann mir jetzt auch wieder meine richtigen Stiefel hier anziehen. Nein, das... Oh. Man muss gucken, es fehlen halt wirklich noch diese beiden Sidequests eigentlich, ne? Oh Mann. Ich habe auch gesagt, dass ich eventuell auch nochmal die, Dingenskirchens machen wollte, ne? Die, also nochmal ein, zwei Folgen Krogsuche. Aber ich das wirklich will, das weiß ich auch noch nicht, ey. Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Also ich nicht irgendwo rumskaten. Mal sagen, die Worte war das aber nicht, ne? Weit ist noch. Oh, ist doch voll weit, ey. Hätte ich da importen können. Naja, egal, jetzt bin ich schon auf dem Weg. Sidequests. Es fehlen nur noch zwei Sidequests. Die ich in meinem Run tun wollte. Und dann können wir gar nicht zu Ganon gehen. Oh Mann, das ist das Projekt echt bald vorbei. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein, ey. Jetzt kriegen wir noch Schaden, ey. Müssen jetzt eigentlich so was hier anziehen, ne? So behindert aus. Ich muss ja gleich einen Kampf überstehen, ne? Okay, das wird ein bisschen schmerzhaft gleich, glaube ich. Schatztruhe in der Nähe. Jetzt wieder Schatztruhe in der Nähe, sonst hat er mal ein neues Objekt.
Wie weit ist es noch? Wie weit ist es noch? Ist hier auch einfach noch nichts, ne? Kann ja auch mal den hier benutzen. Oh. Okay, ich bin eigentlich da. Ach, da hinten. Da hinten skatet er rum. Mein guter Kollege. So. Dann. Jetzt ist es zu heiß. Hey, das ist jetzt aber. Das ist aber sehr ungünstig, wenn ich das mal so sagen darf. Hä? Achso, dann haben wir nur meine Herzen jetzt, ja. Achso, und weil ich keinen Ausdauer habe. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt. Ja, so ein bisschen was aushalten möchte ich halt schon ganz gerne, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Jetzt das hier. Warte mal. Das ist doof. Ups. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, möchte ich behaupten. Naja, gucken wir mal, ne? So. Mach mal ruhig. Kollege! Baller mich raus! Jawoll, so wollte ich das. Ha! Jetzt kann ich auch wieder den schönen Ding hier machen. Reicht ja vielleicht schon. Muss ich eigentlich nur noch mal schaffen. Wohl. Reicht sogar so. Wow! Uppala. Das wollte ich eigentlich auch nicht so unbedingt. Den Rest kann ich vielleicht sogar so jetzt machen einfach. Oh shit! Oh shit! Und tot. Hä, 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 hä. War ja easy. Kollege, geh mal weg. Puff. Oh man, so viel Blödsinn, ich hab, ey. Damit hätte ich mir die Rüstung auch easy kaufen können. Königsfeier in der Mama. Kommt eine Truhe bei raus. Ja, schon ein bisschen traurig. Ja gut, dann kann ich aber immerhin hier. Komm, die scheiß Elektrizitätsding da, das kann hier weg, ey. Habe ich viel zu viele starke Waffen. Kann ich alle gegen Ganon einsetzen. So. Eben den Bums hier holen. Blablabla. Sonst wirklich nichts. Bisschen traurig. Na gut, aber passt schon. Leute, das war's. Wir haben alle Modoras geplättet. Ging schneller, als ich dachte. Ich hoffe, wir meinen mal der hier bei der Oase noch speichern, ne? Weil, wie gesagt, man muss den ja. Ne? Eigentlich muss man den nochmal besiegen. Na gut. Dann können wir ja jetzt, tja. Ich porte mich einfach mal hier hin. Ich glaube, wir werden tatsächlich das nächste Mal mit Schloss Hyrule anfangen. Weil alles, was ich dann machen muss, muss ich entweder in Schloss Hyrule oder nach Schloss Hyrule machen. Was muss ich denn nach Schloss Hyrule machen? Oder in Schloss Hyrule muss ich erstmal die beiden Quests erfüllen, die beiden Nebenquests, ja? Ich muss da, ich schaue da jetzt gleich, oder was heißt gleich, zumindest vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall nochmal im Internet, was ich genau machen muss dafür. Damit ich es auch nicht verkacke. Dann besiege ich Ganon. Nach dem Ganon-Kampf kaufe ich mir die letzten Fotos. Wobei ich mir vielleicht gar nicht so viele kaufen muss, weil ich Ganon noch fotografieren kann. Dann hole ich mir den Moldora-Bogen, Orden ab. Und dann kann ich eigentlich in meine Bude gehen und dort einfach mal nochmal richtig schön alles zusammenfassen. Dann werde ich auch das Hylia-Schild, Achtung Spoiler, das bekommt man in dem Spiel. Kann ich dann nochmal quasi ausstellen in meinem Haus, das, was ich auf jeden Fall nochmal vorhatte. Genau. Und dann war es das eigentlich. Jo. Und natürlich die beiden Sidequests irgendwie einlösen, ne? Beenden quasi. Jo. Das war's. Ich muss aber überlegen, vielleicht muss ich doch noch irgendwas tun vor dem Ende. Vielleicht gibt's da doch irgendwas. Wenn ja, dann mache ich das vielleicht nächste Folge. Aber, ja, ansonsten haben wir es eigentlich. Mein Gott. Ging jetzt doch alles ein bisschen schneller als gedacht am Ende. Aber ja, also ich könnte mir eigentlich noch mal ein paar Pfeile holen, ne? Ach, kack drauf. Ich denke mal, im Schloss werde ich auch noch ein paar finden.
Ich habe auch noch voll viele Elementarpfeile hier so. Hier diese Elektro- und Eispfeile. Ist auch ganz cool. Ich rüste mal lieber normale Pfeile auf, bevor ich die verballere. Jo, dann sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Zelda Breath of the Wild. Eventuell mit dem Finale. Also, es werden sicherlich noch ein paar Folgen da im Schloss Hyrule. Ich weiß, dass es sehr groß sein soll. Größer als ein normaler Titan. Dementsprechend wird das auch noch mal ein paar Folgen dauern. Ich werde hier auch nicht Stundenfolgen machen. Normale Folgen. Da wird noch ein bisschen was haben. Aber ja, wir gehen mit großen Schritten Richtung Finale. Also, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!